Ilkay Gündogan will mit zur EM. Selbstverständlich war es nicht, dass der Dortmunder in den vorläufigen Kader berufen wurde. Doch nach schwacher Hinrunde konnte sich Gündogan in der zweiten Saisonhälfte wieder in Szene setzen. Ja, also die Nominierung war vielleicht ein bisschen überraschend, auch gerade für mich. Ich muss sagen, dass ich insgeheim schon ein bisschen drauf gehofft habe und noch keinen Urlaub auch gebucht habe oder geplant habe. Aber ich glaube, dass ich mir das ein Stück weit auch verdient habe, dann auch heute hier sein zu dürfen, weil ich das Jahr 2012 eigentlich dann auch top motiviert angegangen bin. Trotzdem zählt der Dortmunder zu den Wackelkandidaten im deutschen Team. Neben ihm bangen auch die Feldspieler Julian Draxler sowie Lars und Sven Bender um ihre EM-Teilnahme. Bundestrainer Joachim Löw muss bis zum Turnierstart noch 4 Spieler nach Hause schicken. Und natürlich wäre es, glaube ich, auch, ich glaube für jeden Spieler, egal ob es jetzt ein Spieler ist, der als Wackelkandidat gilt oder auch mal eine Verletzung oder so, die da noch einen zurückschlagen kann. Ich glaube, dass es für jeden Spieler enttäuschend wäre, dann so kurz vor einem Turnier dann auch die Mannschaft verlassen zu müssen. Um dies zu verhindern, gilt es nun für jeden Spieler Vollgas zu geben. Die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Ob Ilkay Gündogan am Ende dabei sein wird, zeigt sich spätestens am 29. Mai, wenn der offizielle EM-Kader bekannt gegeben wird.